Grüß dich. Du möchtest deine Fensterdichtung wechseln, weißt aber nicht genau, wie du vorgehen sollst, bei Kunststofffenster, Aluminiumfenster oder bei Holzfenstern. Dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir, wie du das Ganze ausmisst, wie du das Ganze bestellst und wie du das Ganze einbringst. Viel Spaß bei diesem Video. Die Gründe können ja recht vielseitig sein. In diesem Fall ist es hier ein Kunststofffenster, ein sehr neues, und ich hatte hier einen Einbruch gehabt. Und das Gummi hat drunter gelitten. Das muss ich natürlich jetzt wechseln, bevor der Winter eintrifft. Und das Gummi hier an diesem neueren Kunststofffenster ist verklebt. Das heißt, das Entfernen ist nicht wirklich so einfach. Da solltet ihr schon einen Cutter nehmen und das Ganze vorsichtig herausschneiden. Bei den meisten Fenstern ist es wahrscheinlich so, dass die in einer Nut hineingesteckt sind oder einfach reingedrückt. Kannst du ja bei dir mal zu Hause testen. Dementsprechend bestellst du dir einfach die passende Dichtung. Das heißt, du misst die Fensterlänge einmal ringsherum und gibst ungefähr einen Meter Verschnitt mit hinzu. Wir müssen nämlich berechnen oder bedenken, dass so eine Kunststoffdichtung oder so eine Gummidichtung mit der Zeit einmal, sagen wir mal, im Sommer dehnt sich das Ganze und im Winter zieht sich das Ganze zusammen. Und dementsprechend brauchen wir auf den ersten Augenmerk ein bisschen mehr Material, als wir wirklich hier einziehen. Und jetzt brauchen wir natürlich hier für dieses Fenster eine neue Dichtung. Und wie bestimmen wir diese Dichtung oder wie kriegen wir raus, was für eine Dichtung wir brauchen? Ganz, ganz einfach. Du kannst hier mit einem Zollstock oder Metermaßband einmal drunter halten. Dann machst du ein Foto und schickst das Ganze zu fensterdichtungen.org. Dort bekommst du nämlich diese Fensterdichtung hier. Oder du schickst oder kontaktierst die per WhatsApp oder schickst ein Foto per E-Mail oder stöberst selber mal in den Shop herum und findest dementsprechend deine passende Dichtung. In schwierigen Fällen kannst du auch ein kleines Stück abschneiden, reichst du Millimeter oder zwei oder drei und schickst das Ganze per Post ein und dann wird dir auch geholfen. Natürlich kannst du auch den Support nutzen und das Ganze dann telefonisch besprechen. Dementsprechend habe ich mir eine passende Dichtung bestellt. Es gibt auch Zubehörmaterialien. Die findest du dort auch auf der Webseite. Passende Schablonen, um das Ganze zuzuschneiden, gewisse Pflegestifte oder auch Silikonsprays, um das Ganze einzuziehen. Ein paar Tage später kam auch die passende Dichtung an. So, ganz, ganz wichtig, bitte misst genau und bestellt immer Meter mehr, weil man muss das Gummi stauchen. Zeige ich euch gleich. Passend dazu habe ich mir nochmal einen Sekundenkleber bestellt. Zwei Schablonen, kommen wir gleich zu. Ein Silikonspray, das erleichtert euch die Arbeit bzw. das Einsetzen der Dichtung. Und ein Gummipflegestift. Der kann nicht schaden, zeige ich euch auch nachher, wie das Ganze geht. In den meisten Fällen reicht ein Cutter wie dieses hier. Ihr solltet darauf achten, dass die Klinge wirklich scharf ist. Grundvoraussetzung. Hier ist das Ersatzgummi oder die Ersatzdichtung und die schneiden wir uns jetzt zu. In den meisten Fällen ist es so, dass das Gummi reingedrückt ist. Das heißt, ihr müsst das komplette Gummi vom Fenster einmal wechseln. In diesem Fall hier, bei diesem Kunststofffenster, ist es so, bei den sehr, sehr neueren Fenstern, ist es meistens so, dass die Gummis verklebt sind mit dem Fensterflügel. In dem Falle wollen wir uns ein bisschen Arbeit ersparen. Das heißt, wir tauschen nur die eine Höhe aus. So. Und die Höhe bzw. das Gummi schneiden wir uns jetzt zu. Und da gibt es bei fensterdichtung.org dementsprechende Schablonen, um das Ganze mit einem Cutter zuzuschneiden. Wir haben hier auf dieser Seite eine Schablone, damit könnt ihr beispielsweise Dichtung für ein Holzfenster zuschneiden. Ganz, ganz passend. Einmal 90 Grad Schnitt und links und rechts einmal ein 45 Grad Schnitt. Bekommt ihr auch in diesen Shop, werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt brauchen wir aber für dieses Fenster, da es ja ein Kunststofffenster ist, die Lehre für ein Kunststofffenster. Und da geht ihr wie folgt vor. Ihr nehmt euch die Dichtung und legt die bitte in eine Nut passend rein. Hier sind drei verschiedene Nuten. In der Mitte, das ist ein bisschen zu groß. Wir nehmen jetzt diese hier und dann nehmt ihr die Dichtung so, wie sie auch später reingesetzt werden soll. In dem Falle so. Das heißt, wir schneiden jetzt unsere Dichtung zu. Wichtig hierbei, dass ihr auf eure Finger aufpasst. Wie gesagt, das Cutter sollte scharf sein. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze sehen. Die Dichtung ist hier eingeklebt. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mit dem Cutter bei und schneiden die hier vorsichtig heraus. Bei euch ist es so, ihr habt wahrscheinlich hier eine Nut und dann könnt ihr problemlos die Dichtung einfach herausziehen. Das Ganze müsst ihr vorsichtig machen. Wir wollen ja nicht
das Kunststofffenster verletzen. Und wenn wir an einen Punkt angekommen sind, wo die Ecke ist, dann schneiden wir das Ganze mit einem Cutter einmal vorsichtig in 45 Grad ein. Ich hatte ja erwähnt gehabt, dass ihr beispielsweise so einen Fall, wo die Dichtungen verklebt sind, also wirklich mit den Flügelrahmen, dann könnt ihr das Ganze hier auf 45 Grad einschneiden und ihr könnt nur die Höhe austauschen. Also ihr müsst nicht jetzt einmal komplett ringsherum die Dichtung austauschen. Und jetzt nehmen wir unsere zugeschnittene Dichtung. Das Silikonspray dient einfach dazu, dass ihr beispielsweise die Nut jetzt einsprühen könnt. Und dann könnt ihr einfacher eure Kunststoffdichtung gleich einziehen. Wir geben jetzt auf dem Eckpunkt einen Tropfen Sekundenkleber. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die Dichtung auch einen guten Halt hat und sich später auch nicht lösen kann. Setzen wir das Ganze ein. Ja, das passt schon mal. Unten machen wir genau das Gleiche. Und jetzt würdet ihr sagen, hey, die Dichtung ist doch zu lang. Nein, ich habe die, wie gesagt, ein bisschen länger gelassen. In dem Falle ungefähr 2 cm. Auch hier kommt ein Tropfen Sekundenkleber rein, auch vielleicht ein bisschen in der Nut. Aber nicht zu viel, es ist ganz, ganz wichtig, dass er das wirklich bedacht macht. Dann drücken wir die Dichtung rein und schieben sie zur Gärung hinzu. Lassen das Ganze jetzt auch mal ganz kurz trocknen. Und dann können wir die Dichtung einsetzen. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an hier, das Ganze mit dem Daumen zu machen. Von beiden Seiten immer Stück für Stück, bis dann hier so eine kleine Kurve entsteht und die könnt ihr dann stauchen. So sollte das Ganze aussehen. Wenn ihr beispielsweise jetzt solche Wellen habt, dann habt ihr zu viel Dichtung und zu wenig könnt ihr quasi gar nicht sehen. Dann müsstet ihr quasi das Dichtung wirklich ziehen oder strecken. Ne? So sollte das Ganze aussehen und fertig ist der Dichtungwechsel. Ihr könnt jetzt gerne noch mal ringsherum das Fenster ein bisschen warten bzw. einen Pflegestift auftragen. Manche Fenster haben auch im Flügel bzw. in dem Rahmen auch eine Dichtung. Die könnt ihr natürlich auch mit so einem Pflegestift etwas pflegen. Das schützt vor allem die Dichtung, dass die nicht porös wird und somit undicht. Und wo wir gerade bei diesem Thema Dichtigkeit sind beim Fenster, es gibt noch ein weiteres Video, wie du dein Fenster prüfen kannst, ob es auch wirklich dicht ist. Dieses Video verlinke ich dir nämlich hier. Und die Seite fensterdichtungen.org findest du nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.